Zahlreich gekommen sind. Wir haben ein bisschen Angst gehabt vom Wetter, aber trotzdem, Sie sehen ja, es ist eigentlich im Moment ein bisschen freundlich für uns. Föhnwetterlage, wie wir sie gerne hätten, gibt es heute nicht. Wir gehen geschlossen, bitte, gehen wir zum Bruckwirt und im Bruckwirt ist der Saal für uns geöffnet und dort machen wir dann mit unserer Kundgebung weiter. In dem Sinn, danke, danke mal, dass Sie alle gekommen sind. Und was er jetzt praktisch da mitverursacht hat. Sie denken nicht weiter.
Es geht hier um die Heimat, es geht hier um die Zukunft. Und wenn wir in Ibstal etwas Positives für den Tourismus und für unser Tal erreichen wollen, dann geht es nur so. Und ich glaube, das ist Ihnen hier allen selbstverständlich bekannt. Dann geht es darum, dass wir wirklich das Beste aus unseren Gegebenheiten machen. Die Ibstalbahn erhalten und parallel dazu einen Radweg. Das ist eigentlich das Selbstverständlichste. Das ist überall, wo es solche Situationen gibt, dann selbstverständlich ausgeführt wird und nur so eben verbaut wird. Ja, und jetzt möchte ich noch einmal weiter fortfahren. Herr Schackerl hat sich gegen die Demonstranten und gegen alle sehr provokant gestellt und gesagt, wenn ich sage, die Bagger bleiben hier, dann haben sie hier zu bleiben. Also er hat in keiner Weise einem Konsens zugestimmt. Es hat in der Zwischenzeit der Bürgermeister von Hollenstein und Bude Eckehardt, sie konnten einen Konsens ausarbeiten, dass die Bagger wieder zurückfahren nach Blamau und dort weiterarbeiten. Wie gesagt, das wurde von Landtagsabgeordneten Schagerl mit aller Vehemenz verhindert. Es gibt jetzt natürlich eine sehr illustre Geschichte noch dazu. Es wurde ein Absperrband, wie man Baustellen absichert, wurde gespannt. Das war ein Stückchen weg von den Gleisen. Wer über dieses Band hinübersteigt, wird angezeigt wegen, weiß ich was, alles, welche Verwaltungsstrafen etc. Wer herüben bleibt, der ist in Ordnung. Jetzt ist natürlich nur der Bude Eckehardt alleine drüben gestanden. Er war der Verhinderer, der hat die Bagger gestoppt. Jetzt habe mich ich natürlich dann auch dazu gestellt. Jetzt hat dann unser Inspektor Höllmühle gemeint, also gut, euch zwei muss ich zur Anzeige bringen. Und damit war eigentlich das Ganze dann gelaufen. Es gibt im Internet einige Bilder, dass man sehen kann, diese wahnsinnige Zerstörung, blindwütige Zerstörung, dass man sagen kann, es kann nicht einem normalen Menschengehirn entspringen, dass man sowas macht. Aber ich möchte meinen, es hat vielleicht auch eine gute Seite. Ähnlich haben viele, viele Ibstaler mehr gesehen, was eigentlich hier passiert. Ich möchte sagen, sehr viele haben es ihm von Anfang an nicht geglaubt, dass so etwas ist, dass man so mit Zerstörungswut über unsere kleine Bank herfallen kann. Ja, und in dem Sinn habe ich Ihnen die Sache jetzt etwas näher gebracht, weil Sie ein wenig Gefühl haben, dass man hier eigentlich nicht mehr nur darum streitet, soll ein Radweg gebaut werden oder nicht, dort wo bereits vorhanden ist, könnte man ja sagen, dort lassen wir die Bahn bestehen. Nein, es geht da heute dahin weitgehend, die Bahn mit aller Brutalität zu zerstören, was ohne völliger hirnmäßiger, möchte ich sagen, Kompetenz, dass man sagen, was da passiert, das kann es niemand begreifen. Ja, und in dem Sinn möchte ich Ihnen mal so allen herzlich danken. Es heißt immer, wenn die Politiker nicht weiter können, wenn sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen, dann soll eigentlich das Volk in irgendeiner Weise doch die Politik auf den richtigen Weg zurückbringen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Ohne jegliche Gehässigkeit, in sachlicher Form, müssen wir versuchen, allen Politikern klarzumachen, sie sind am falschen Gleis und die Signale für die Ibstalbahn gehören auf Grün gestellt und es muss absolut so passieren, dass wir eben zu dem kommen, was sich unser Tal verdient. Eine später mal funktionsfähige Ibstalbahn für ein öffentliches Verkehrsmittel. Jetzt einmal, dass die Schienen liegen bleiben und dass man zumindest einmal tourismusmäßig etwas machen kann. Ich möchte nur Ihnen den Betrag, zwei Zahlen nennen. Man hat ausrechnen lassen, was kostet es, die Ibstalbahn, wenn sie abgerissen ist, wieder aufzubauen? Da rechnen die Fachleute mit 220 bis 250 Millionen Euro. Ein Betrag, der sicher von niemandem mehr aufgebracht werden kann. Die Teilstrecke zwischen Weidhofen und Hollenstein wurde ja saniert. Sie wissen das alle, das hat 20 Millionen Euro gekostet.
das jetzt abreißen, Volksvermögen zu vernichten, das kann nicht im Sinne der Politiker sein. Ist ganz gleich, vom Verkehrsministerium angefangen bis in die Gemeindestube. Man muss einmal überdenken, was man zerstört, was man wirklich hier kaputt machen will. Ja, und in dem Sinn bitte ich, haben Sie Verständnis, dass ich Ihnen das etwas ausführlicher vorstellen muss, wollte, was da drinnen passiert ist. Und man hat die Richtige mal gesehen, wie betroffen die Holsteiner gewesen sind. Unglaublich, was da passiert ist, zum Bahnhof schauen und gekommen sind. Und vor allen Dingen auch dann, was sie darüber gedacht haben. Also Worte wie die Politiker lassen uns alle im Stich. Das war nur das Harmloseste, was dort gesprochen wurde von den Zusehern, die diese Situation... Wir wollen wieder, wir wollen wieder. So, bitte noch einmal einen Applaus, wenn es noch viel lauter wird, für Bruder Eckehard. Danke. Hier passiert im Ibstal, überall anders wird die Schmalspurbahn neu errichtet, modernisiert oder touristisch ausgestattet. Nur bei uns im Ibstal wird sie vernichtet. Da tut mir das Herz weh. Und mein Hirn kann es nicht verstehen, dass es vom Bund, vom Bundesministerin Burmes, wurde diese Bahn aufgegeben und dem Land geschenkt. Das Land hat die Bahn aufgegeben und hat sie der Region geschenkt. Und jetzt sehen da zwei Bürgermeister an ihrer Bahn, an ihrer Bahn, die den Tourismus gebracht hat, die Leute ins Tal in ihre Gemeinde gebracht haben. Wir haben tausende Leute befördert nach Lunz am See. Als Dank wird jetzt diese Bahn abgerissen. Ich kann euch das sagen vom Tourismus her, ich bekomme täglich Mails von Mitgliedern und von Freunden der Ibstalbahn. Da möchte ich euch dann ein paar vorlesen, was die Leute weltweit denken über uns, über unser Ibstal. Die lachen uns und unsere Politiker aus. So weit ist es schon gekommen. Ich habe oft das Gefühl, ich bin nicht in Niederösterreich, sondern in Russland oder in Nordkorea. Das kann es doch nicht sein. Ich bin in Weidhofen ins Gymnasium 8 Jahre lang gegangen, da haben wir politische Bildung gehabt. Und bei der Demokratie hat es immer geheißen, das geht alles vom Volk aus. Wo ist denn jetzt das Volk und wo sind unsere Politiker? Irgendwas kann da nicht stimmen. Aber ich will da jetzt nicht weiterreden, weil ich habe eine halbwegs gute Erziehung angehabt und da möchte ich jetzt nicht weiterreden, sonst entgleist das vielleicht noch. Haben wir irgendwelche... Aber scheinbar hätten das herausgefordert. Wenn der eigene Bürgermeister in seinem Gemeindegebiet nicht mehr über einen Plastikstrafen drüber geht, ja, weil sonst wieder angezeigt. Aber da ist für mich einmal schon langsam der demokratische Oben aus, nicht der gesetzliche. Also, bravo! Und es ist sehr wohl bewusst, was wir hier von der Politik verlangen. Aber wenn es den Politikern gelingt, diese zusätzlichen Gelder für unsere Region zu lukrieren, dann wäre etwas Wunderbares gelungen. Denn trotz eines zerbrochenen Portelans würde man dort immer eine Lösung finden, die den Großteil der Region zufriedenstellt. Eine Lösung durch Aufbruch und nicht durch Abbruch. Selbst für die Region, die nichts Unmögliches. Die Region sieht für sich eine bessere Zukunfts- und Überlebenschance, den zunehmend härter werdenden Zeiten zu trotzen, wenn es gelingt, Bahn und Radweg unter einen Hut zu bringen. Dafür brauchen wir unsere Politiker. Und auch die würden die Gewinner sein. Denn neben der ehrlichen Dankbarkeit der Bevölkerung würden sie auch wieder jenen Respekt zurückgewinnen, den sie aufgrund ihres Verhaltens speziell in dieser Angelegenheit in den letzten Jahren verloren haben. Und dann hätten wir es endlich geschafft, dass in unserem Tal nach all den Jahren des Streitens endlich wieder Ruhe einkehrt und dass alle mit ihren jeweiligen Stärken für unsere Region Ibstal wirken können.
So bleibt nur zu hoffen, dass die Botschaft bei den politisch Verantwortlichen doch noch ankommt, sodass wir endlich sagen können, Ibstalbahn, die Eisenstraße, die verbindet. Danke. Stehen alle Zuseher weiter zur Mannschaft. Diese bäumt sich daher in den letzten Minuten voll auf, holt vor dem Schlusspfiff den Ausgleich, um in der Nachspielzeit das Match doch umzudrehen. Schon oft ähnlich passiert. Steht es bei einem Fußballmatch in der 80. Minute 0:1 gegen die Österreicher, verlassen die Ersten enttäuscht das Stadion, schimpfen auf den Schiedsrichter und geben die Mannschaft mit höhnischen Bemerkungen auf. Dass es auch noch einen überraschenden Foul-Elfmeter geben könnte, ist nicht wichtig. Das schauen wir uns dann daheim gemütlich im Fernsehen an. Ähnliches passiert nun auch bei der Ibstalbahn. Erst vor es in die Endphase geht, wo die Bahnzerstörer medial bereits am Boden liegen, kommen die ersten Mails. Nun ist es eben vorbei, alles umsonst gewesen. Ich komme gar nicht mehr nach Kulpolitz. Nun hat Sobotka gesiegt. Ich habe es nicht mehr gewusst, dass es so ausgeht. Und so weiter. Das nimmt und der regierenden Parteien immer mehr im Hintergrund drängt werden. Und wenn man das jetzt so ausschaut, dann ist es sicher nicht unser Schaden. Danke. Aufhängen lassen, kämpfen wir weiter für unsere Instagram. Gut kann man schon mal sagen, manche Politiker behandeln und es schwer ist wirklich, dass der Sozialdemokrat dabei ist, der was da mitwirkt, dass unsere Ibstalbahn eliminiert wird und kämpft weiter für unsere Ibstalbahn. Es ist immer wieder super, dass immer mehr Leute mitmachen. Es gefällt mir wirklich. Ich mit diesem Wahnsinnsprojekt mitmachen will. Jetzt soll aufgrund der Initiative von Karl Beate ja wieder eine Petition ins Leben gerufen werden, wobei wir den Landeshauptmann Stellvertreter Sobotka bitten sollen, dass er sich einschaltet. Wenn er das wirklich will und aufmerksam die Presse verfolgt hat, weiß er längst, dass es höchste Zeit ist zu handeln. Ich fordere daher einen sofortigen Stopp dieser Abrissarbeiten. Und Landesvertreter erlauben. Woher nehmen Sie sich das Recht, unseren Kindern und Enkelkindern dieses Kulturgut vorzuenthalten, indem Sie es rigoros und ohne jegliche Bürgerabstimmung zerstören? Hier kann man eine Petition mit über 10.000 Unterschriften einfach ignorieren. Wie kann man die Demonstrationen, die nun stattfinden und immer größer werden, einfach ignorieren? Wie kann ein Herr Landeshauptmann Böll, dem es noch im Jahre 2001 so wichtig war, dass diese schöne Bahn in der Region weiterhin einen festen Platz einnimmt, nun so ignorant sein? War das bloß eine Wahlwerbung, wie so vieles und danach nur leeres Geschwätz? Für mich persönlich ist es einfach Wahnsinn, was in unserer schönen Ibstalbahn passiert. Es war Wien mit dem Zug natürlich, nach der 31 Abfahrt auf Weidhofen, und wir hoffen, dass wir dementsprechend Stärke dort auftreten, zumindest jedes werden als zusammen sein, nämlich wir wollen das Wort Ibstalbahn dort dementsprechend informieren. Ja, in dem Sinn, bitte nicht der Länge auf die Folter gespannt, jetzt gibt es Wut und Wut. Und überall. Wir wollen wieder.